Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Abro ist wieder am Start und zwar mit dem nächsten Abro-View und zwar mit, ja, Mensch, ärgere dich nicht. Und zwar, wie funktioniert das gute Spiel so wie in echt selbstverständlich? Nanu? Hä? Ich kann bloß meine Figur gerade nicht bewegen. Ach so, jetzt hat es funktioniert. Von alleine ist er jetzt doch gehüpft. Und zwar spielen wir hier gegen verschiedene Spieler. Es sind im Moment 71.975 Spieler online. So, und wir gucken gerade. Das ist hier ein Online-Match, so wie das Ganze hier aussieht. Ich spiele gerade gegen. Nee, Moment mal. Ach, das sind gar keine 71.975 Spieler, sondern das sind die Spielernummern hier, oder was ist das hier? Hallo? Freunde, was ist denn hier nun? Was ist denn hier los mit euch? Hä? Also. Ein bisschen kompliziert ist das Spiel. Hallo, Freunde, was wollt ihr denn hier von mir? Automatisches Würfeln, ja. Machen wir. Ich brauche sowas nicht. So, nachdem wir hier etwas verwirrt gerade versuchen durchzustarten, bin ich jetzt hier irgendwie auch noch nicht so ganz ja, weiter dran gekommen. Ach so, gucke einer an. Jetzt sind wir wieder direkt drinne und wir warten wieder auf Spieler 71.959. Und Spieler 71.975 oben rechts. Und ich bin anscheinend der Schwarze hier unten, der so mit der coolen Sonnenbrille hier im Moment schaut. Ich weiß gar nicht, was ist das hier eigentlich? Neues Spiel? Was ist denn das? Neues Spiel? Wie? Ach so, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ey, komplett verwirrt hier. Das habe ich noch gar nicht erlebt, sowas. Jetzt bin ich hier oben links. Und, was muss man hier eigentlich machen bei diesem Spiel? Das ist doch eigentlich relativ eine einfache Umsetzung. Was haben wir denn hier? Schlagzwang, nein. Erste Figur im Spiel, dreimal würfeln. Was? Worum geht's denn hier? Schreiben wir die mal an, die Jungs hier. Hallo, Freunde. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und warum spielen die denn hier eigentlich nicht mit mir? Das ist ja hier eine ganz verwirrende Taktik. Ich weiß gar nicht, muss ich hier irgendwas machen oder was ist denn das hier? Ich bin am Zug. Ja, na dann mach es doch. Ich bin am Zug. Ja, das ist interessant. Ich bin noch nicht in der S-Bahn und noch nicht im ICE, aber ich bin am Zug. Und ich möchte jetzt eigentlich automatisch würfeln. Achso, jetzt habe ich schon automatisch gewürfelt. Das ist schon mal sehr gut. Bei mir dauert das auch irgendwie nicht immer so lange. Das ist schon mal okay. Ich weiß auch gar nicht, warum man hier einstellen kann, dass man automatisch würfeln kann oder dass man selber würfeln kann. Das ergibt jetzt hier nicht so den Sinn. Ich glaube auch jetzt herausgefunden zu haben, dass der mit dem Kreisel hier immer, dass der Spieler gerade dran ist. Jetzt spiele ich hier also gegen den da oben. Was, Freunde? Hallo? Wollen wir den mal hier ein bisschen auf Trab bringen? Wo sieht man das hier eigentlich, wenn man hier schreibt, mach Gas? Das verstehe ich ja auch nicht. Also eigentlich ein ziemlich lockeres Spiel, das Mensch ärgere dich nicht Spiel, spiele ich persönlich auch sehr gerne, weil ich mich immer so schön ärgere. Aber was soll denn das? Freunde, oh, da war es doch eben schon. So, jetzt aber hier mal ein bisschen los. Ja, ich glaube, ich muss die hier bald mal ein bisschen anpöbeln. Sowas habe ich ja noch gar nicht erlebt. Theoretisch ist das hier ein Spitzenspiel. Aber andererseits muss ich jetzt hier in ein anderes Spiel rein und auf Gegner warten schon wieder? Über WLAN bin ich jetzt eingeloggt die ganze Zeit schon und wollte eigentlich hier nur ein bisschen mal die Review machen, aber irgendwie funktioniert das hier nicht so wirklich. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und wir warten schon wieder auf irgendwelche Gegner. Das ist doch nicht zu fassen, sowas. Was dauert denn? Spielen denn hier alle Leute jetzt hier im Moment, Mensch, ärgere dich nicht? Oder was ist denn hier los? Das habe ich noch gar nicht erlebt, sowas. Freunde. Ich denke, ich soll mich hier, ich denke, ich soll mich hier nicht ärgern. So, wenn ich jetzt hier wieder zurück will ins Spiel, jetzt bin ich schon wieder als einziger wandere ich hier vor. Ich weiß nicht warum. Kann mir das mal einer erklären? Ich glaube, wenn ich hier immer rein und raus gehe, dann gewinne ich wahrscheinlich. Weil, ja. Die bewegen sich ja hier gar nicht, die Freunde. Die machen ja hier gar nichts.
Ja, da wollte man einfach mal so ein schönes Mensch-Ärger-Dich-Spiel nicht verlieren. Oh, jetzt kommt hier direkt von L'Oreal mal Werbung rein. Ja, wir haben auch die ganze Zeit so ein bisschen In-App-Werbung hier. Ich will ja hier nicht mit Freunden spielen. Zufallsgegner bringt mich auch nicht weiter. Wir laden ja hier die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, ich bin total verwirrt hier. Das ist doch nicht zu fassen. Wenn ich jetzt hier den anklicke, was passiert denn dann? Das kann doch hier nicht die Wahrheit sein. Achso, ich rücke immer wieder nach vorne. Guck einer an. Kann ich auch Zoom drehen, irgendwas machen? Photovoltaik-Speichersysteme hier. Gucke dir das eine an. Da bieten sie dir direkt die ersten Sachen an. Ist alles sehr interessant. Möchte ich jetzt im Moment nicht. Ich möchte, dass hier einfach nur einer würfelt. Aber hier würfelt keiner mehr. Nochmal ein bisschen. Nochmal entweder hier was eingeben. Was macht er hier für einen Quatsch? Rund. Das leckt hier irgendwie. Guck mal, warum schreibe ich hier andauernd rund? Ach, gucke, weil ich da mal gegenkomme. So. Ja, hier, ich bin's, Freunde. Ja, die finden das ja alle ganz lustig, im Moment mich hinzuhalten, anscheinend. Ich verstehe das hier nicht. Wir gehen einfach mal raus. Starten das direkt nochmal neu. Weil irgendwas kann ja hier nicht stimmen. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, was hier so Phase ist und ob ich irgendwas verpasst habe, aber wir versuchen es einfach nochmal. Und dann wollten wir doch eigentlich mal hier nur ein bisschen Mensch ärgere dich nicht spielen. Vielleicht sollte es dann doch nochmal funktionieren. 100 Jahre Mensch ärgere dich nicht. Und ich guck mal hier, ich habe immer mehr Spieler, die ich hier eingeladen habe und da bin ich wieder abgehauen. Weil irgendwas funktioniert hier nicht. Das steht definitiv fest. Ich kann hier X Leute nochmal anklicken. Oder kann ich hier verschiedene Spiele spielen? Oh, guck mal, hier ist der erste mit Gesicht. Der hat Gesicht. Wer bist denn du? Hallo, mein Freund. So, ich habe ja bei mir immer noch das automatische Würfeln drin, also brauche ich mich eigentlich um nichts kümmern. So, Michael da oben, ich da oben links. Irgendwie kann man dann hier bestimmt auch mal den hier nochmal in die Lage bringen, dass der sich ein bisschen bewegt. So, wollen wir den mal hier anschreiben. So, der Michael. Mal sehen, ob sich hier was tut. Unten links hier natürlich immer noch nichts. In der Zeit wieder von Toyota eine 0% Finanzierung kriegen wir angeboten. Aber ich bin hier immer noch nicht glücklich, denn wir sind hier noch nicht weitergekommen. Alpenvereins hier. Ey, das darf doch nicht dein Ernst sein. Warum speichert er das eigentlich nie? Das kann nicht wahr sein. Siehst du, da sind wir dabei bei Mensch ärgere dich nicht und der Mensch ärgert sich. Guck mal, das ist schon absichtlich so gemacht. Das ist vorsätzlich, dass ich mich hier ärgern muss. So. Tja, Freunde, das ist ein Bombenspiel, kann man dazu wirklich nur sagen. Jetzt bin ich wahrscheinlich auch noch aus Versehen auf die Werbung gekommen. Nee, er hält sich zurück. Ja, Freunde. Was ist denn los mit dir hier, sage ich dir. Ja, gut, machen wir es jetzt kurz und schmerzlos. Ich weiß nicht, was hier los ist. Also vielleicht klappt es bei euch besser. Bei mir leckt es hier ohne Ende. Und ich würde einfach mal sagen, Freunde, viel Spaß mit Mensch ärgere dich nicht. Die App ist natürlich auch kostenlos im Play Store erhältlich. Link wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Guck mal, die kriegen das gar nicht mit. Die Spieler, die wackeln und wackeln. Die kommen hier nicht. Hier, ich kann hier nicht spielen. Die halten mich doch hier alle auf. Wahrscheinlich hier fangen wir deswegen immer so neu an, weil mir extrem langweilig ist hier. Ich bin hier der Einzige, der hier so ein bisschen. Ach nee, ich bin der hier oben rechts wieder. Weil ich hier wahrscheinlich weiß, was Phase ist. Aber die Freunde wissen es nicht. Ja, wenn es bei euch bockt und funktioniert, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich ja mal interessieren. Dann können wir ja mal eine Runde Mensch ärgere dich nicht zocken. Aber das ist wirklich ärgerlich hier sowas. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. App kostenlos im Play Store erhältlich. Hier sind nur ein paar Tölpel dabei. Mit denen kann man hier nichts anfangen. Hier kann man wirklich nichts mit anfangen. Ich weiß nicht. Kann hier hin und her gehen. Kann mich hier in verschiedene Spiele einloggen. Gehen wir nochmal zum Michael. Mal gucken, was der denn hier so angibt. Die halten das alle gar nicht für nötig. Ja, kann man machen, was man will. Ja, Freunde, dann tut's mir nun auch leid. Viel Spaß mit der App und wir sehen uns bei der nächsten App Review. Auf Wiederschauen.